Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Und ich bin hier im Bauwahnsinn nicht alleine, denn mit mir dabei ist die Ruby Hallo. und der Nexus. Hallo. Ja, wir sind immer noch im Bauabenteuer und ich habe leider in der Zwischenzeit einen kleinen Fehler bemerkt, beziehungsweise ich wusste schon, dass das passieren wird, weil der Berg hier ist so massiv. Wenn wir jetzt hier mal gucken, das wäre ja quasi die Mauer an für sich, und angenommen, ich würde jetzt noch hier einen drauf machen, dann wären das jetzt hier die Mauerzinnen. Die setze ich jetzt gerade mal hier so nur provisorisch. Wenn ich jetzt, warte mal, das mache ich noch bis hier vorne, dann können wir nämlich mal das Beispiel sehen, wie ich mir das dann vorstelle und wie ich das meine. Wenn ich denn jetzt ein Zombie wäre, angenommen, ich wäre ein Zombie, so, ich gehe dann jetzt hier meine Wege so, und sehe dann hier Licht und dann kann ich dann einfach hier so rüber hüpfen und dann, oh, ich bin in der Base und wir werden überrannt. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen müssen wir auf kurz oder lange Sicht dann später diesen Berg hier nicht jetzt komplett auf die Ebene runter machen, aber auf jeden Fall etwas weiter abrunden bis hier vorne, dann, damit die Zombies dann jeweils auch in die Stacheln laufen, die wir auch noch davor vor der Mauer packen müssen. Also müssen bestimmt 5 Felder vor diesem Berg noch weggerodet werden. Das geht aber, weil wenn wir gucken, ich brauche nur einen Schlag mit der Schaufel. Dann ist einmal Erde weg. Das ist also kein Problem. Auf lange Sicht machbar, nicht unmöglich, nur ein bisschen ärgerlich. Alles kriegen wir hin. Alles ist machbar. Da sage ich nur eins, so können wir das schaffen. Jo, Wir wir schaffen schaffen das. das. Ich habe aber gerade bemerkt, dass wir haben, glaube ich, kleine technische Schwierigkeiten gerade so ein bisschen. Also zwischendurch ist das mit Teamspeak ein bisschen problematisch. Ja. Okay, weil du kamst gerade mal, also so ein, zwei Mal war das ein bisschen abgehackt. Man konnte es aber noch verstehen, was du sagst. Genau. Also hattest du das auch, Ruby, ja? Ach Das so. hört man auch, das hört sich immer komisch an, wenn es meistens am TS liegt. Naja, manchmal können wir da halt auch nichts dran machen. Dann ist die Technik dran schuld. Aber wir tun unser Bestes. Oh. Ja, das Beste, was ich jetzt so tun kann, ist mich mal zu entmüllen und dann kann ich mal Vorräte besorgen, anstatt wieder alles aufzufüllen. Denn wir brauchen noch mehr Steine und Lehm, damit ich daraus Rocks machen kann. Und wir beide haben ja jetzt schon mal einen Balkon. Ja, ich hätte den auf beiden Seiten einen weitergemacht. Ach, hast du noch weitergemacht? Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch einen sollen. Ja, noch einen sollen, weil unten, da sollen ja die Säulen nachher unten dran. Ich weiß nicht. Sind ja an den Ecken vorne, an den Ecken denn gesetzt, oder? Müssen wir ja noch einen breiter. Höre Zombies. Oh. Weiß ich nicht, Mist. Ja, in unserer Base sogar. Was? Ja. Bin hier im Haus. Ja, hinterm Haus. Die kommen vom Berg runter. Und das ist jetzt genau das Problem, was der Extrem gerade meinte mit der Mauer. Ach, Ne, toll. dass die. Weh getan. Boah! Nein, hau doch ab! Sie ist tot. Gut. Da kommen noch mehr. Ja, da kommen einige. Wir wollen eure Plastikware nicht. Geht weg! Immer Wir diese wollen keine lebenslangen Staubsaugervertreter. Haltbarkeitsschüsseln, wie auch immer. Die viel zu teuer sind! Egal, ob da lebenslange Garantie drauf ist. Oh, steht auf! Ich schon wieder auf. Nee, Naja. bleib liegen. Darf sie noch nicht mal in Okay. die Spülmaschine stecken? Oh Gott. Oh, wie geil. So, war es das jetzt? Ja, das war's. Bin mir nicht sicher. Vielleicht Oh. kommen hier gleich noch ein paar mehr. Ich höre, da kommt noch einer, ein dicker, und Oh, noch ein paar mehr. da sind noch ein paar. Oh, was ist denn los hier? Hallo? Hat jemand Herein gerade so eine spaziert. Plastikparty gefeiert oder was? Ja, Tupperbox Party. Bitte? Bitte? Oder jede andere Ware, die aus Plastik besteht, muss ja nicht unbedingt diese sein. Schon klar. Oh, der Dicke verfolgt mich. Geh weg! Oh, ich bin tot! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, Nee, das doch ist nicht. Ich lebe noch, ich blute, aber. Hast du eine Bandage? Ja. Alter Finne. Ich bin auch Biohazard. Ja gut, wir haben ja 7 Mal Honig. Nee, das ist noch. Also hast du ihn mitgenommen, Hab den ich Honig? mitgenommen, weil das sind Sachen, Ach die wir so. brauchen. Ja, ich hatte Bier, glaube ich, da gelassen oder was das war. Da, Ah, ich du habe hast auch das Honig gefunden. gute Bier dagelassen, Ruby. Was? Und dabei wollten wir dann nach. Abends hatten wir doch abgesprochen, wenn wir fertig sind mit Bauen, uns auf dem Haus und Ja, ich da. will das nicht sehen, wie ihr euch befummelt, also wirklich.
Ihr macht das Wieso ja immer, ihr wenn. euch befummelt, Ja, ja, ihr also. zwei, ihr seid ja immer komisch, wenn ihr trinkt. Was? Was? Ja, das war eigentlich so Spontis und Nexus Part, aber okay. Das hat sich ja in dieser Session geändert, ihr beide. Ich lege auch im Klo Sachen ab, ne? Also nur damit ihr es wisst. Er legt im Klo Sachen ab. Da ist auch übrigens eine Pistole und Munition schon drin, dann lege ich da noch mehr ab. Hört sich so eklig an. Ja. Vor allem, wenn das erste Mal draufhaust, nur noch Skelett, zweite Mal draufhauen, alles weg. So. Also, wir brauchen Steine, wir brauchen Lehm. Hatte ich nicht noch Steine? Jawohl. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, diese... Wo ist schon nur Lehm? Lehm gehe ich holen, hinten Sand. Im Süden. Lehm, Sand und Steine brauchen wir für diese Stein-Pillars, also. Huch. Welche sollen wir denn dann nehmen? Die etwas. Wo sollen wir Holz lieber erstmal nehmen? Passt ja irgendwie besser dazu, ne? Das überlasse ich euch. Ruby? Was meinst du genau jetzt? hier diese Pfeiler, die wir dahin machen wollen. Ja. Sollen wir die jetzt erstmal aus Holz machen und die dann ja. ganz normal mit aufwerten? Ja, ne? Ja, denn sonst sieht es ja nachher, wenn wir jetzt, die jetzt später machen, das ist ja blöd. Die sind ja dafür gedacht, dann können wir jetzt auch aus Holz was machen. Gut, dann habe ich die jetzt schon mal in Auftrag gegeben. Haben wir die Terrasse jetzt hier noch ein größer gemacht? Nee. Nö. Mache ich das jetzt noch schon mal? Ah. Das ist unsere Sonnenterrasse. Da stellen wir noch ein paar Stühle hin und einen Grill und einen Kühlschrank und dann sieht das ganz, ganz toll aus hier. Richtig. Hey! Ja, ich habe das von hier unten gemacht. Das dauert mir zu lange, was du da machst. Ja, also hier ist es schon. Oh. Ja, da bin ich schon fertig. Ja, Entschuldigung, ey. Ich kann das halt nicht. Ihr seid immer so gemein. Ja. Komm jetzt mal runter. Nee. Wolltest du die Pfeiler so hinstellen, wie ich jetzt hier die Woodframes hin hatte? Was hältst du davon? Oder sollen wir das wirklich dann so machen, dass hier und hier auch noch einer hin soll? So ein Pfeiler, so ein runder Pöller. Also die vorne, die zwei auf jeden Fall an den Seiten. Ja, machen wir. Ja? Hm. Also nehme ich die jetzt wieder weg und pack dann da die runden Dinger hin. So. Ja? Mhm. Gut, Chefin ist begeistert, ich bin Jawohl. Auch begeistert. Wunderbar. Ich mache doch noch meinen zweiten Ausgang in Richtung der anderen Straße. Ich finde es dann doch irgendwie schicker so. Wo ist denn jetzt hier richtig? Der kann sich auch nicht entscheiden, ne? War jetzt ein bisschen Verschwendung, aber egal. Und zwar, wir haben dann zwei Ausgänge, einen dann direkt zum See und dann einen nochmal dem Weg entlang. Später kann man das ja auch alles nochmal umändern, ist alles möglich. Nichts ist unmöglich. Bei Seven Days. Genau. Oh, das, ja, das doch, das sieht... Aber obwohl, diesen hier würde ich mir sparen, den hier an der Seite, hier. Das, so sieht das schick aus von vorne, aber so, wenn du das jetzt so hast, sieht das aus wie so ein Käfig so. Das soll auch ein Käfig sein. Von vorne sieht das schick aus. Die an der Seite würde ich noch weglassen. Das war Wubis Idee. Mhm. Nein, ich hab das vorgeschlagen. Aber dann mache ich sie wieder gut weg. Aus. Gefällt mir. Da können wir ja doch ein bisschen was war, Wubi. Wir sind nicht nur dazu da, von Hunden gebissen zu werden oder in Kaktusse reinzurennen. Nein, wir können auch bauen. Voll gelogen. Chris. Ach ja. Nee, sieht gut aus, gefällt mir. Kann man auf jeden Fall so lassen. Oh ja, das ist cool. Wo sind denn jetzt hier die Zaunelemente? Pants heißt das. Wie heißt das? Pants. F-E-N und dann dürftest du das schon haben. Ah.
Gibt aber auch noch, wenn du Old eingibst, dann hast du da Old, oh, ich weiß jetzt gerade den ganzen Namen nicht, ich merke mir immer nur Old, hast du da eine andere Art von Zäunen. Weil unter Fans hast du einmal die ganzen, die komplett zuen Zäune und diese Farmerzäune und bei Old hast du die wie beim anderen Gebäude da hinten, wenn du oben in die erste Etage guckst. Oh, Das ja. Zombies? Kommen die? Hat was gehört, oder? Höre keine Zombies. Hat was gehört. Hallos oder so. Hier auch keine Zombies. Okay, dann kommt mal Vielleicht bei dir hin. verhört. Welche wollt ihr denn haben? Ome. Also ich würde schon direkt sagen, ach, die gibt's jetzt auch in Weiß, okay. Also in Weiß passen die irgendwie gar nicht Nee, optisch. habe ich auch schon gesehen. Also ich würde jetzt schon direkt sagen, die hier, wo ich jetzt hier vorstehe. Ja, die passen da besser zu, ja. Okay. Die anderen sind so eher, finde ich, so viel für die, also ich finde die ganz cool immer bei den Farm, Sachen, sprich bei den Feldern. Da sagt mir das Ja. so zu. Gebäudetechnisch, ja, ich wusste gar nicht, jetzt gibt es halt auch diese weißen Zäune, die du eben gemacht hast. Die konnte man vorher, meine ich, nicht machen. Also das passt auch farblich gar nicht dazu irgendwie. Nee, Nee. hatte die gemacht und hab's dann erst gesehen, dass die weiß sind. Ah, Vielleicht verdammt, jetzt später. kann ich die gar nicht mehr so da dran setzen. Ah, du musst ein bisschen tricksen. Du kannst die auch von außerhalb dran setzen. Ja, mache ich jetzt gerade. Weil ich wollte natürlich schon gerne einen Abschluss haben hier, auch dass der Pfeiler in dem Zaun sozusagen integriert ist oder zumindest drumherum geht. Das sieht einfach schicker aus, finde ich. So, dann braucht man noch. Wie viel habe ich jetzt gemacht? 1, 2, 3. Ach verdammt, ey, dass man das nicht so sehen kann, wie viele das sind. Na, 1, 2, 3, 4. 5, Ja, ab 6, 10 ist in 7, 7 Days echt manchmal ein bisschen schwierig8. so. Also Spreche aus nochmal Erfahrung. 9 Stück, ja. Und der Extrem hat jahrelange Erfahrung. Ja, sei es jetzt bauen, also allgemein jetzt mit Sachen abziehen von der Mauer oder wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Gebäude symmetrisch bauen will oder wie auch immer. Da muss man immer haargenau abzählen, damit das eine stimmt und dann stimmt wieder das andere nicht und ah. Während ich gerade die ganzen Cobblestone-Frames für die Zuschauer bei mir crafte, nicht Cobblestone-Frames, sondern Rocks, schaufel ich gerade ein bisschen, damit das ein bisschen produktiver aufgeteilt ist. Wird jetzt währenddessen natürlich auch einfach nur rumstehen oder looten gehen, aber ich mache dann wenigstens was Produktives hier in unserem Grundstück. Ja, der Extrem macht immer was Produktives. So, der Zaun ist auch fällig. Wunderbar. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Jetzt gehen wir mal hoch. Ne, gehen wir nicht. Den Zaun mache ich auch von außen. Das ist, Guck glaube mir ich, das natürlich von leichter. innen am Ende an. Ja. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Kommt nämlich der extrem kritische Blick. Ja, dann kommt die Tine Wittler wieder raus. Oh. Da ist eine Ecke Staub. Nee, das geht gar nicht. Da fehlt noch ein Bild. Und hier müssen noch zwei Kissen hin. Ach Mann. Ist schon lustig manchmal. Na klar. Stell dir mal vor, wir würden hier ganz normal einfach nur so sitzen und zocken und Bauen, dabei einfach nur bauen. reden. Ja. Das wäre ja langweilig, irgendwie. Alle 2 Minuten sagen, so, hier muss noch ein bisschen Erde weg und da und hier, so. Nee, ich habe 25 Punkte zu vergeben. Das ist Was sehr mache ich denn? schön. Ich mache mal Mining weiter hoch. Ich wollte gerade sagen, Mining wäre, glaube ich, ganz gut. Aber nee, mache ich nicht. Meine geht eh automatisch hoch, wenn ich hier schaufe. Das ist ja jetzt Quatsch, wenn ich das hoch auf 100. Geht jetzt eh automatisch. Ich mache mal Tools Mining hoch. Damit ich nämlich bald uns, so bald wie möglich, uns dann auch 600er Werkzeuge herstellen kann. Wäre ja schon mal sehr gut.
Ah, das funktioniert also doch. Man kann hier auch die Erde untergraben, dass das Ganze in sich zusammenstürzt. Das ist schon mal ganz gut. Das erleichtert eine Menge, Menge Arbeit. Tue ich das doch jetzt mal genauso. Was zum... Okay. Was ist zum? Mein Zaun ist gerade runtergefallen. Okay. Nicht schön. Nee, finde ich auch nicht. Komischer Zaun. Ja, das ist ein Runterfallzaun. Gut, dann mache ich das jetzt doch von oben. Glück ist das Spiel nicht so realistisch, so wie ich hier gerade schaufe. Da müsste ich die ganze Zeit Erde ins Auge kriegen und dann. Ja, das wäre. Jeder hat das bestimmt schon mal im wirklichen Leben gemacht, irgendwas gemacht, dass man oben rumgefummelt hat, sei es jetzt eine Lampe an der Decke angebracht oder sonst wie und dann was ins Auge bekommen. Ich buddel mich gerade hier von unten nach oben. Auch ganz wunderbar. Fällt mir gerade ein, oben ist unten. Kennt ihr nicht? Nein. Film. Ich sage jetzt aber den Filmtitel nicht. Mache ich hier keine Schleichwerbung. Er hat wahrscheinlich einen ähnlichen Namen, wie du gerade gesagt hast. Nein. gut, dann kenne ich den absolut gar nicht. In der Folgenpause werde ich es den beiden dann sagen. Ja, Filmenamen ist ja keine Schleichwerbung. Okay, Fluch der Karibik. Den habe ich eigentlich gesehen, aber erinnert mich gar nicht daran. Ich mich jetzt gerade auch nicht. Aber ich muss gestehen, ich habe nur die ersten zwei geguckt. Ja, dann kannst du es nicht gesehen haben, weil das nur im dritten zu sehen war. Okay. Und Ja, ich fand zwar. den ersten am besten, den zweiten, naja, hat schon nachgelassen. Den dritten habe ich mal angefangen, fand ich noch nicht mehr so gut. Doch, der ist. Also, ich finde den vierten leider nicht mehr so schön, weil eben von Jack Sparrow die Stimme dann nicht mehr passt. Ja, manchmal weiß ich nicht. So mehrteilige Filme ist sowieso immer so eine Sache. Manche können es ganz gut umsetzen. Zum Beispiel, ich fand jetzt auch die Herr der Ringe-Filme mit jedem Teil immer cooler. Ja. Auch wenn viele sagen, der Hobbit war jetzt nicht so gut, muss ich sagen, fand ich den letzten Teil von dem Hobbit auch sehr gut gemacht. Mit der Ja. ganzen Schlacht. Aber naja, manche sagen so, manche so. Aber viele Filme, wie halt zum Beispiel typisch Resident Evil, jeder Teil wurde immer grausamer, immer schlechter. Da wünscht man sich einfach nur, hoffentlich ist der nächste Teil der letzte. Okay. Ja, aber. Also, so ist zumindest meine Meinung als Resident Evil-Fan, aber ja, ist immer so eine Sache. Bin mal gespannt, wie der neue Underworld werden soll. Da soll ja auch Kino kommen. Ich weiß nicht mehr, ob das dieses Jahr jetzt war, noch. Ende des Jahres, ich glaube, Herbst oder Winter. Freue ich mich schon drauf. Ich weiß nicht. Jetzt mal nach Aber dem. sonst, Ja. in diesem Jahr war ein bisschen mau, ne? Mit So was Filme? Filme, ja, Filme Ja. angeht. Ja, es ging, ne? War okay. Also, sag mal. Ich hab einen eigensinnigen Geschmack, was das angeht. Also, ich gucke eigentlich fast alles. Aber Horrorfilme gucke ich grundsätzlich nicht. Nicht, weil ich Angst habe, sondern eben, weil ich meistens einpenne dabei. Was? Ja, ehrlich Für jetzt. Horrorfilme? Ich bin ehrlich gesagt, 90% von einem Horrorfilm penne ich ein. Was Was ist? ist? Oh, nice. Hey. Hat ein bisschen Erde abgebaut. Aha. Ein bisschen. Wieder was essen gehen. Schon wieder? Ey, die Wubi ist nur am Futtern hier in dem Spiel, ey. Ja, ich habe eben nicht so viel. Ich hatte noch was im Inventar. Weiß nicht, in der Dose oder so. Hua. Hier habe ich den nur gegessen. Okay. Hätte denn nicht gereicht so lang. Naja, aber das Gröbste habe ich jetzt schon weggemacht an Erde. Ja, zumindest auf Naja. dieser Seite, das ist ja schon Ich mal. wollte gerade sagen, auf dieser Seite, okay, ich habe gerade auch gesehen. Naja, aber wir haben lange Zeit. Ist halt eben schwierig manchmal. Ja, besser so eine gerade Fläche genommen, wie wir es jetzt haben, als dass wir hätten nachher alles begradigen müssen. Ja.
So geht es. Okay, wir hätten im Endeffekt vielleicht noch 5 Felder weiter nach vorne gehen können Richtung See. Aber da hinten wird schon relativ eng an der Ecke da hinten. Er ist eigentlich schon optimal, wie wir es gemacht haben. Kann man nicht anders sagen. Aber gut, wie optimal das Ganze sein wird und vor allem, ob ich diesen Erdhaufen hier nochmal jemals wegkriegen werde, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Die ist dann natürlich übermorgen zu sehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, zeigt doch gerne einen Daumen nach oben, schaut doch gerne bei den anderen rein. Könnt auch gerne dort einen Daumen nach oben mein Gott, hinterlassen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.